Hallo, mein Name ist Moritz Klawitter. Ich bin 24 Jahre alt. Ich bin Playing Professional in Richtung Golf und wohne in Schwerte. Das Besondere für mich an Golfen ist, dass ich auf der einen Seite mein Hobby zum Beruf gemacht habe, dass man relativ schnell Demut da lernt, weil es halt nicht so klappt, wie man sich immer vorstellt bei dem Schlag. Mir gefällt die Atmosphäre, jeden Tag draußen zu arbeiten. Durch meinen Vater bin ich zum Golfen gekommen. Der hat mich und meine zwei Brüder einfach mal zum Jugendtraining mitgesteppt. Da war ich 10 Jahre alt. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich bin dran geblieben und meine Brüder haben interesseshalber andere Sportarten gewählt. Also ich bin 6-mal die Woche auf dem Golfplatz und davon bin ich dann 6 bis 8 Stunden am Tag immer auf dem Golfplatz unterwegs. Ich bin Anfang des Jahres über 4 Monate sehr viel im Ausland unterwegs, dann immer so 3 Wochen am Stück. Dann bin ich eine Woche zu Hause. In der Zeit, wo ich zu Hause bin, arbeite ich mit meiner Trainerin, was in den 3 Wochen schiefgelaufen ist. In der wenigen Freizeit, die ich habe, bin ich sehr viel im Marketing unterwegs, sprich Sponsoring suche. Man muss sich natürlich dann auch mal körperlich 2-3 Tage erholen, sprich, dass man wirklich dann mal freizeitmäßig in Schwerte schwimmen geht oder Billard spielen geht mit Freunden, einfach mal auf andere Gedanken zu kommen. Gibt es denn viele, die immer noch glauben, dass Golf nur was für Spießer ist? Früher in der Schule musste ich das natürlich auch öfters hören. Mein Freundeskreis biete ich ihnen an, einfach mal einen Tag mit mir mitzukommen. Lass sie selber mal einen Schlag machen, erkläre denen, wie das funktioniert. Und sobald sie die ersten 2 Schläge haben, haben sie eigentlich selber Blut geleckt und würden es gern auch weiter betreiben. Ich habe natürlich einen Plan B. Das eine wäre natürlich in Richtung Golfen weiterzugehen, sprich Trainerschein zu machen, eine Ausbildung und dann im Leistungssportbereich Jugend. Meine Ziele mit den Golfen sind, ich will es 3 Jahre professionell versuchen, sprich 3 Jahre werde ich es auf jeden Fall machen, wo ich auf der Tour spiele und am Ende der 3 Jahre ist mein Ziel, eine Challenge-Tour-Karte zu haben. Eine Challenge-Tour-Karte bedeutet in dem Sinne, dass man eine Tour weiter nach oben geht, wo halt das Niveau größer ist und man mehr Preisgelder verdienen kann.